Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play South Park The Stick of... Entschuldigung. Tut mir leid. So, im letzten Part haben wir diese Mission hier abgeschlossen, die hier im Untergrund ist mit Mr. Henke, den Weihnachtsgrut. War zu einer Nebenmission, aber da mussten wir sowieso hin, wegen den komischen Viechern, die da unten waren, die Jumbo wollte. Und jetzt haben wir alles im Hintergrund jetzt gemacht und es geht weiter mit der Hauptquest. Und die heißt, rekrutiere die Goskits. Der Fotodojo, okay. Jetzt habe ich ja die richtig geile, wollte ich gerade sagen, die Alien-Sonden-Fähigkeit. Das kann ich dann auch... Hallo? Wer bist du denn? Douglas. Wer bist du denn? Du bist ein Opfer. Moment, komme ich ja wieder. Kann ich auch hier hin? Tatsächlich, cool. Wollte ich gerade sagen, dass ich hier mit der Nashorn noch ein bisschen weite Stadt erkunden könnte. Schneeflocke. 2 MP, wenn du Frostschaden zufügst. Das ist cool. Macht krank Geld. Alles nehmen. Alles her damit. Her damit. Aber erstmal gehen wir mal an Planned Parenthood. War ich da auch schon mal drin? Ach ja, ich glaube schon. Jupp. Ich. Oder? Nee. Schrauben Sie kaputte Glühbirne. Hallo? War ich hier schon mal? Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Ja. Große Mamba. Ja, die brauche ich. Mini Winnie. Ach, wie süß. Okay. Ne, warum nicht? Braucht man heutzutage, wenn man schon 14-jährige Kinder schwängert? Kann ich hier rein? Ach, Manu. Wo ist das Hanky? Hallo, Douglas. Ist das zu glauben? Schatz, das ist ein öffentlicher Post, den kann jeder lesen. Ja, das muss ich jetzt sagen, echt. Das haben wir auch schon gelesen mit den Pillen. Das ist schon ein bisschen zu realistisch. Okay, ich habe mich schon alles genommen. Gut, gut, gut. Kann ich in den Müll rumwühlen? Ja, zumindest zerstören kann ich es. The fuck, okay. Schön. Okay, das ist nichts, einfach nur ein leeres Haus. Was kann ich hier machen? Brauche ich einen Schlüssel? Ne. Knappenhandschuh, Geld. Beatnik schnurrbart. Okay. Taco Bell coming soon. Gut, aber da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Gut, der nicht zur Schule. Und nicht hier ein bisschen rumwarpen. Oh, ach, jetzt bin ich da. Schön für dich. Juckt mich nicht. 22,8. Okay. Post Office. Einfach weitergehen. Geh einfach in die Schule, auch wenn es schwerfällt. Ich glaube, wenn ich gehe ein bisschen. Mietz! Entschuldigung. Bin ich eigentlich richtig? So, das war Police Station. Gut, hier ist das. Hier ist das. Ich glaube, ich bin ein bisschen verkehrt. Ich gehe so oft in die Schule. Ich müsste schon richtig sein, oder? Ja, ich muss ich nur irgendwie nach unten kommen. Ach, mach einfach so. Die paar Meter laufen, nee. Kein Bock. Okay. Ich glaube, die Goskits waren hier irgendwo, oder? Kann das sein? Ich geh mal hin.
oder? Tatsächlich. Seit wann ist das denn da? Komme ich hier rein? Wahrscheinlich auch nicht. Schlüssel zur Schulküche. Okay. Gut, dann machen wir ein bisschen mal wieder mit der Story weiter. Hallöchen. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Aw, oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Neue Quest, Non-Konformist. Ach, wie cool. Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich ein bisschen umziehen. Ich hatte hier schon alles. Ich hatte da schöne Make-up und alles. Da macht man sich schon mal schick und dann sowas. Goss-Mütze, Goss-Handschuhe, Goss-Outfit. Schwarzer Kaffee ist ziemlich Goss. Kauf etwas dunkle Rüstung. Hä? Ja, wo kriege ich das hier, das Zeug? Moment, Goss-Handschuhe, ich hab da irgendwas ge... Ne, es war knapp... Ne, ich hab nichts gekauft. Hä? Aber kriegen... Wo krieg ich sowas her? So viel Zeug. Hier wird es ja schlecht irgendwo einen EMP-Shop geben. Moment, ne, es war irgendwo hier, oder? Hier, genau. Also ich weiß... Was ist das? Warum ist hier eine Flagge? Warum ist hier eine... Ach, da kriege ich das Zeug her, oder wie? Okay, ich bin verwirrt, aber okay. Nee. Ach, das sind die... Gott, ich bin so verwirrt. Das sind die Flaggen, wo ich hinreisen kann, okay. Also hier kriege ich schon mal... den Kaffee her, okay, macht doch Sinn. Bei Tweak. Den alten Kaffee-Junkie. Da war das schon, hey, wo krieg ich denn das und das und das her? Have you heard? Taco Bell is coming to South Park. Okay, Mr. Tweak, ich krieg einmal dunkle Rüstung. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. Okay, einmal Tweak Bros dunkle Rüstung. Tweak Bros dunkle Rüstung. Diese Kaffeemischung füllt die Leere in deiner Seele, welche durch alle dämlichen Hipster in der Welt hervorgerufen wird. Genius. Tempotrank Ultra, was ist das denn? Steigert deine Angriffsfähigkeit, lässt sich erneut Angriff. Das ist immer geil. Ja, damit. Weil ich es noch nie brauche, aber ich glaube, eh so viel Geld. That purchase qualifies you to be a friend of Tweak Coffee online. As a friend of Tweaks, you receive fresh homegrown emails. Then we'll sell your information to local spammers. Sure, we could sell it to one of the big national spammers, but... Ja, interessiert keinen. Bla, 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 bla. Oh, vorsichtig. Lauf! Hey, there he is. New kid. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. ich kämpfe. There is no way you can win and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Ja. Okay, let's get this over with. Okay, Butters. Töten wir sie. Ich hoffe zumindest, ich kann sie töten. Ah, müsste eigentlich... Drei Rüstung, okay, die mache ich zuerst mal down. Boom, weg damit. Nur noch einer. Den macht Butters weg. Rüstung ist immer ziemlich nervig. So, 631. Du reflektierst. Juckt mich aber nicht die Bohne. Juckt mich nicht die Kaffeebohne.
nicht abdecken lassen. Puh, also, du reflektierst. Das sind die Distanzangriffe. Aber keine Nahangriffe. Boom! Das heißt, das macht bei dir Schaden. Und soll ich wieder Professor Chaos? Ja, warum nicht? Macht doch Spaß. Okay, dann auf den Elfischen raufbold. Mal gucken, was das Schicksal zu dir sagt. Das sieht so krass aus. Und das Destiny ist... Lebensentzug. Also braucht er fast nichts. Aber sah ziemlich cool aus. Und ich bin voll meiner. Also voll Energie zumindest. Und Bart ist fast schon wieder down. Das ist sehr schön. Die Buffs entfernt, das ist doof. Eile. Nein! Bitte lass ihn überleben. Jawohl. Okay, einmal. Okay, beide reflektiert aber einen Nahkampfangriff. Mein, warum bist du schon wieder voll? Nein. Konterhaltung war das gleiche mit Nahkampf, okay. So, einmal hier mit Princess Kini. Dann mache ich mal wieder einen Kamikaze-Angriff. In der nächsten Runde. Wenn ich es überlebe irgendwie. Jetzt brauche ich einen schönen Gesundheitstrank. Ich könnte theoretisch jetzt mit meinen beiden Beschwörungen jetzt angreifen, aber ist mir zu doof. Einmal mache ich mal das Agner Bescheidesense. Einmal bei dir. Weg damit. Du blutest noch in der nächsten Runde, das ist sehr schön. So, dann einmal bei dir. Nein! Das war dumm. Völlig vergessen. Rüstung 2. Vollkommen vergessen, okay. Das war dein Todes... Urteil. Oh, das ist ekelhaft. Okay, jetzt ist es wieder ein bisschen schlecht aus. Gut, du bist schon mal down. Ich könnte auch theoretisch. Ach, geht nicht. Okay, dann. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Soll ich es machen? Okay, das sind so ekelhaft, das will ich machen. Okay, dann erscheine, Mr. Hanky. Bei... Ach, alle. Aber hauptsächlich bei ihm. Okay, ihr habt ja recht. Das war wirklich umsonst. Oh Gott, sah das cool aus. Which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him.
We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Level 8. Jimmy. Stan. Woo. Ach, das war's schon. Das ist ja krass. Okay, was können die beiden? Jimmy. Jimmy ist ein Bade, ein Meistermusiker und Ententrainer, der seine Verbündeten erfreut und Feinde verflucht. Power Chord. Lied der Buffs. Schlaflied. 300 Ton, okay, das klingt auch ziemlich cool. Und Königin der... Moment, das war Stan. Stan folgt dem Weg des Krieges und verlässt sogar seine Schärfe. Todesmarkierung mit Laserpointer. Diskus der Macht. Wirbelwindschlitzer. Das ist cool. Weg des Schwertes. Okay, das ist fett. Gut, das heißt immer noch, ich muss jetzt ja das mit den Ghostkits machen. Mr. Tweak und Mr. Tweak. Sehr schön. Gut, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, da gucke ich mir hier noch ein bisschen um. Ah, ein Shop. Was hast du denn? Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Okay. Elfenklinge. Räuberklinge. Das sieht aus wie ein Stück Brot, aber 151 mal 3, das sind 353, genau. Okay, Langbogen, 200. Mal gucken, was ist noch alles? Ausrüstung, Spielmannhandschuhe, Spielmannkappe, Spielmannuniform. Förster und Mönchszeug. Feinheiten. Zwei Klistrasblätter. Keltische Gesichtsbemalung. Keltisches Triskel-Tattoo. Das ist ja cool. Scheiben und keltisches Dreieckstattoo. Ich nehme mal das Triskel. Nur damit ich es hab. So, Waffenaufsätze. Kleine Nagel. Rollende Münze. 50 Schaden, das ist krass. Ja, damit. Kostüm flicken, ficken. Dornenzweig. Feinde, die Nahkampfangreifen, erleiden bis zu 25 Schaden. Schokoriegel verpacken. Du erzielst jede Runde im Kampf 25 TP. Verursacht 10% mehr Bogenschaden und verursacht 10% mehr Schaden durch einhändige Waffen. Ich kaufe mal das. Jason, my best friend. Jetzt muss ich mal gucken, wann ich das nächste Mal einen weiteren Vorteil kriege. Vorteil noch bei 2. Aufwertung verfügt bei 1. Warum sagt mir das keiner? Okay, das heißt, ich kann noch 1 machen. Na, bescheid sind sie, okay. Nehmen wir das. Gehen das nächste Mal bei 2 weiteren Freunden, das ist sehr schön. Hallo Jason. Echt cooler Shop. Was gibt's hier? Nix. So, hier ist auch eine. Der letzte, okay. Quest erfüllt, der Jimmy Express. Königreich der Dunkle Elfen. Okay, wo ist der bei der Karte? Ach, und der Keil. Wie dumm ist das denn? Das ist eine Königreich. Da das zweite. Das sind keine 100 Meter. Wie dumm ist das denn? Ne, ist doch alles nur ein Spiel. Und was für ein geiles Spiel. Elfentreue. Steigert die maximale TP um 5%. Hey, nehmen. Bin ich denn dumm? So, hier geht's hoch. Hier ist eine Pflanze. Keeps out. King's Faust, hier ist eine Eule, hier ist so viel Zeug. Pack den Arschloch ein. Eule. Ok,
Okay, geht's hier hoch irgendwo? Was haben wir denn hier? Sieht doch der verdächtig aus. Fetzen als Riss, der Mantel ist himmelsblaue Farbe. No tricks, human. Gefällt mir meine Haare. Hallo? Stop it. Okay, was ist hier oben? Okay, ist ja ein schöner Ausblick oder so. Ah, das war's wohl. Schön. Aber schön, dass ich hier oben chillen kann. Okay, jetzt bin ich hier im feindlichen Lager oder im angeblich feindlichen. Vielleicht bin ich auch im richtigen Lager. Ist doch ein bisschen verwirrend hier. Huch. The humans have raised banners around town, claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Für die Herstellung des Gleichgewichts. Ich bin verwirrt. Noch eine dumme Quest. Da schwöre alle Menschenbanner, die in der Stadt aufgestellt sind. Mr. Sklave, Kevin. Ah, so viel. Okay. Na, sind gerade nicht so viel. Menschenbanner, okay. Ja, okay, kann man machen. Entschuldigung. Eine schöne Nebenquest, die man so nebenbei machen kann. Wenn wohl dann eher diese Banner sein? Meint, das kann ich zerstören. Die Flasche ist so dumm. Kann damit nichts machen. Na gut, so wie es aussieht, habe ich jetzt eh schon alles gemacht, was hier irgendwie geht. Was mit dir noch quatschen, siehst auch ein bisschen fröhlich aus. Also siehst du aus. Verdammtes Kind. Gut, dann müsste ich jetzt hier im Haus sein, genau. Gott, siehst du cool aus. Wow. Gott, sieht's denn cool aus. Wie Braveheart. Cool. Okay, guck mal, was hier drin ist. Eiswürfel. 25 Frostschaden. Nicht schlecht. Gut, okay, dann wende ich mal den Part hier in seiner Bude. Und im nächsten Part gucke ich mal weiter, dass ich die ganzen restlichen Sachen von den Ghost-Kids zusammenkriege. Und vielleicht zerstöre ich dann schon ein paar Menschenbanner, wenn ich drauf Bock habe. Oder vielleicht zerstöre ich diesen Krieger. Na, kreuzen wir die Schwerter? Du mit deinem Schwert? Ich mit meinem Dildo? In deinem Mund? Nein, will man nicht recht. Okay. Also wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Also danke fürs Zugucken. Moment, ich mach mal den Fernseher aus. So kann ich nicht arbeiten. So, also danke fürs Zugucken. Was für ein schönes Bild. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.